Dieser riesige Kontinent liegt nicht mehr irgendwo da am unteren Ende der Welt, sondern Australien befindet sich mitten in einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsregionen unserer Zeit. Der Reichtum Australiens sind seine bei weitem noch nicht erschlossenen Bodenschätze. Einer der wichtigsten davon ist die Kohle. Wir bei uns sind gewöhnt, Kohle aus 500, aus 1000, aus 1500 und 2000 Metern zu holen. Hier liegt alles dicht unter der Oberfläche. Und diese Oberfläche ist ungefähr 10 Meter dick, aber sie muss natürlich beseitigt werden. Und das macht man mit einem von diesen Dingern. Wenn Sie jetzt glauben, ich stehe hier in einem Swimmingpool. Nein, das ist kein Pool, das ist ein Schaufelbagger. Und in dieses Ding hier gehen 80 Tonnen Erde. Das greift das Ding mit einem Mal auf. Na, Sie können sehen hinter mir, was für ein gewaltiger Kran das ist. Einer der wichtigsten Leute hier, das ist Andrew Thompson, er ist der Chefvermesser hier und er kann mir wahrscheinlich erzählen, wie man das alles hier entdeckt hat. The first question is, Andrew, how did you find all that here? Soviel ich weiß, wurde das alles hier zuerst von Siedlern entdeckt, die mit der Hand nach Wasser gebohrt haben. Und dabei haben sie dann die Kohle entdeckt. Das war so Ende 1800. Die haben sie dann natürlich für ihren eigenen Gebrauch weiter ausgebuddelt. Was wir jetzt abbauen, das sind so um die 250 Millionen Tonnen. Im Augenblick sind wir bei 37.000 Tonnen am Tag. Was für Kohle ist das denn? Für Stahl, Energie oder nur zum Heizen? Eigentlich nur zur Dampferzeugung in Heizkraftwerken. Für Hochöfen, zum Stahlkochen ist sie nicht gut genug. Bleibt die Kohle im Land oder wird viel exportiert? Das wird fast alles exportiert, viele Länder der Welt. Aber das meiste geht von hier direkt nach Japan. Was glauben Sie, wie lange das Vorkommen hier reicht? So wie es heute aussieht, vielleicht noch 10, 15 Jahre. Was machen Sie danach? Da muss ich mir wohl einen anderen Job suchen. So ein Lastwagen bringt es auf die Größe eines mittleren Einfamilienhauses. Good day, Hazel. Nice meeting you. Nice meeting you. Meine Damen und Herren, das ist Hazel Ludlow, the lady driver. Hazel, hier in der Blair Ethel Coal Mine gibt es offensichtlich keine Geschlechtsdiskriminierung. Nein, nicht im geringsten. Ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Frau ein solches Ungetüm steuert? Doch schon. Sind Sie die einzige Frau hier in der Mine? Ja, die einzige. Und ich bin stolz darauf. Werden Sie gut bezahlt? Was bringt das denn? Ja, sehr gut. Ungefähr 2.300 Dollar im Monat. Brauchen Sie einen speziellen Führerschein oder hatten Sie eine besondere Ausbildung? Keinen besonderen Führerschein, nur Ausbildungsprogramm. 2 Wochen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, hier Fahrerin zu werden? Als ich in der Mine anfing, habe ich im Garten gearbeitet, hinter der Kantine. Und da haben sie mich dann gefragt, ob ich fahren will. Und ich habe gesagt, warum nicht? Jetzt liebe ich es. Wie viel geht eigentlich auf einmal da hinten drauf? Eine Ladung sind ungefähr 110 Tonnen. Davon bringe ich zwischen 22 und 24 in einer Schicht weg. Das kommt ganz drauf an. 24. Vermutlich braucht man viel Kraft, um dieses enorme Gerät zu bewegen. Überhaupt keine. Hier drin ist alles automatisch, hydraulisch. Ihre Kollegen haben mir erzählt, Sie seien eine der Besten unter den Fahrern. Freut Sie das? Ah, thank you. So you really can be proud of that. Thank you for the interview. Bye bye, Hazel, and good luck. Die
Die riesigen Radbagger stammen aus dem Raum München, Augsburg, Nürnberg. Auf gleiches Maß zerkleinert, wandert die Kohle auf den Verladeturm, von dem aus endlose Züge beladen werden, die das schwarze Gold zum 280 Kilometer entfernten Dalrymple Bay Coal Terminal bringen. Pro Zug 5 Lokomotiven, 116 Waggons, jeder fast 61 Tonnen, Ladezeit 28 Sekunden, rund um die Uhr. In 15 Jahren sollen Stadt Häsel und ihren malochenden Kumpelkollegen an dieser Stelle fröhliche Badegäste ihre Ferien an einem idyllischen See verbringen. So verlangt es das australische Umweltgesetz.